Ich habe dir die Wahrheit nicht gesagt, um dir weh zu tun, sondern dass wir noch eine Chance haben. Bitte. Bitte lass es mich wieder gut machen. Du belügst mich. Du betrügst mich. Du hintergehst mich mit meiner eigenen Schwester. Und jetzt glaubst du, du kannst einfach alles wieder gut machen? Nein, so ist es gar nicht. Ich liebe dich. Weißt du, was ich glaube? Dass du mich gebraucht hast, um von Hagen loszukommen, als es dir beschissen ging. Und jetzt ist dein Ego wieder intakt und jetzt steht dein Sinn nach irgendwelchen bizarren Abenteuern. So ist es nicht. Und das weißt du auch. Los mit dir. Ich liebe dich. Da ist die Tür. Ich wollte dich nur an unseren Termin nachhalten. Deshalb rufst du an? Du bist nicht die Zuverlässigste und ein Journalist wie David Jackson hat nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Ich werde da sein. Gut. Was war das denn? Ein Gespräch zwischen Manager und Künstlerin. Drehst du total durch? Ich lass alles stehen und liegen und jetzt machst du einen auf Geschäftsmann? Soll ich mich lieber mit einem Crackpfeifchen ins Bett legen? Ich will doch nur sagen, du musst doch jetzt nicht auf eiskalt umschalten, um Marlene zu bestrafen. Sie hat mich nach Strich und Faden belogen. Bestrafen. Ich bin sicher, dass die sanften Arme unserer Schwester sie auffangen werden. Aus. Susanne. Er hat sich von mir getrennt. Was? Aber wieso? Ich habe ihm alles erzählt. Über uns. Sie hat es dir gestanden. Und das ohne ersichtlichen Grund, weil sie ehrlich sein wollte. Und das tut man nur, wenn einem noch was an der Beziehung liegt. Oder wenn man heimlich hofft, dass der andere Schluss macht, damit man es selbst nicht tun muss. Das glaubst du jetzt nicht wirklich. Weißt du, als sie mir gesagt hat, dass sie Gefühle für Rebecca hat, das war schon ziemlich heftig. Aber ich habe trotzdem immer noch gedacht, dass wir das irgendwie hinkriegen können. Das glaubst du jetzt nicht mehr? Die letzte Nummer war eine zu viel. Warum hast du es ihm denn überhaupt gesagt? Ich meine, zwischen uns ist doch alles geklärt. Ist es auch, okay? Ich konnte ihm einfach nicht mehr in die Augen sehen. Immer diese Lügen und diese Halbwahrheiten. Sein Verlobungsring. Er weiß doch auch, dass wir beide zusammengehören. Alles andere ist doch völlig unbedeutend. Unbedeutend. Verstehe. Entschuldige, so war das wirklich nicht gemeint. Schon gut. Er hat mich vorhin angerufen, weißt du, um mich an einen gemeinsamen Termin zu erinnern. Ich meine, das heißt doch, dass er mich nicht ganz aus seinem Leben streichen will, oder? Ich hoffe, er kann dir verzeihen.
Und mir auch. Ist David schon da? Siehst du ihn irgendwo? Danke, dass du mich noch mal erinnert hast. Ich hätte den Termin sonst wirklich vergessen. Ja, kommt ja häufiger vor, dass du Sachen vergisst. Tristan, ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Und es tut mir aufrichtig leid. Bitte, lass uns in Ruhe darüber reden. Für mich ist, was das betrifft, alles geklärt. Es sei denn, natürlich, du willst über das Musical reden. Ich kann nicht einfach einen Schalter umlegen. Und du auch nicht. Ich kenne dich doch. Und trotzdem hast du es so weit kommen lassen. Ich wollte dich nie verletzen. Jetzt reiß ich mal zusammen, es geht um deine Karriere. Die war dir doch immer am wichtigsten. Wahrscheinlich hast du mir auch deshalb verschwiegen, dass du mit meiner kleinen Schwester rumvögelst oder wie auch immer man das nennen will. Pass auf dein Make-up auf, sonst musst du vor dem Termin noch mal in die Maske und ich habe nicht ewig Zeit. Nicht weglaufen. Oder willst du dir auch einen neuen Manager suchen? Da ist er schon. Na, dann zeig mir dein schauspielerisches Talent. Hey, David. Ja, und um auf deine Frage von vorhin zu antworten. Und warum bist du als ihr Manager bei diesem Gespräch nicht dabei? Die Fakten sind geklärt. Und das künstlerische Fachgesimpel muss ich mir nicht aus nächster Nähe geben. Du gehst Marlene aus dem Weg. Lily Rose ist wirklich ein großartiges Musical. Wir haben im Intro noch ein paar Bridges verändert, sodass wir den Zuschauer jetzt schon von Beginn an mehr ins Stück mit reinziehen. Okay. Kann überhaupt nicht anders als Fleur. Es ist überhaupt kein Wunder, dass Rebecca sich an sie rangeschmissen hat. Pass auf jetzt. Erst Augenaufschlag. Dann beim Lachen den Kopf in den Nacken. Und dann der Griff ins Haar. Tausendmal geprobt, sitzt perfekt. Vielleicht ist es besser, wenn ihr euch wirklich eine Weile nicht seht. Das kann doch so nicht gut gehen. Wir sehen uns bei dem Pool. Tschüss. Weißt du, ich habe wirklich mal geglaubt, dass sie die Frau fürs Leben ist, daran, dass wir ja zusammen durchgemacht haben. Und jetzt sehe ich einfach nur noch der egoistische Diva. Du weißt, dass sie das nicht ist. Helena, hallo. Hey, Marlene. Danke. Ja, es ist spät und ich muss noch arbeiten. Tschüss. Tristan, können wir reden? Kann ich dir noch was bringen? Nee, danke. Oder doch. Nochmal das Gleiche, bitte. Okay. Hey, da ist Marlene. Lass mal rübergehen. Hey, Marlene. Ach, Champagner? Gibt's was zu feiern? Ich bin da ganz Napoleons Meinung. Nach dem Sieg hast du ihn verdient. Nach der Niederlage brauchst du ihn. Ja, dann sag ich mal Tschin-Tschin. Viel Spaß euch beiden. Ja. Mach's gut.
alles okay? Um ehrlich zu sein, nein. Aber ich werde alles dafür tun, dass es das wieder wird. Falls du mir noch mal erklären willst, wie leid es dir tut, das kannst du dir sparen. Ich war nicht ehrlich zu dir. Verdammt, ich hab dich doch nicht absichtlich angelogen. Ich war einfach so verwirrt. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte mal, ist das nicht aus diesem Musical Lily Rose? Tristan, ich liebe dich. Und das werde ich dir beweisen, weil ich weiß, dass wir zusammengehören. Tja, ich muss dich leider enttäuschen. Hier bist du bestimmt fündig. Ganz egal, was du jetzt sagst oder tust. So schnell wirst du mich nicht los. Ich werde um uns kämpfen.